Ausrüsten und so weiter. Ja, ausrüsten und so weiter ist nicht so wichtig. Willkommen zurück. Hallöchen. Hi. We are here. Ja, ich glaube, das, Sinnvollste, was du machen kannst, ist... Viele andere Leute sind noch da draußen. Tut, was nötig ist. Halt die Fresse, Philipp. Du kannst eh nichts. Wollt ihr mein Vertrauen zurück? Verdient es euch. Ich glaube, das Sinnvollste, was du machen kannst, ist dir eine Verbandstasche zu kaufen und die einzusetzen, bevor du dich gerade geheilt hast. Naja, gut. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, im zweiten Kapitel und ich bin eigentlich immer noch nicht so ganz zufrieden mit den Sachen, die ich ausgerüstet habe, aber wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwas Gutes. Ja, wäre ich auch für. So, let's go, finde den Probenbehälter. Geh in die Stadt und rette Überlebende. Dann gucken wir doch mal. Gibt eine Menge verängstigter Wir müssen Überlebende retten? Steht da. So, was müssen wir tun? Schnell kümmern. Hier, wie gesagt, steht da. Ich kann da nichts für. Ich glaube, wir müssen hier die Tür aufmachen. Ja, vermutlich. Ich habe die Tür aufgemacht. Ist vielleicht nicht so gut. Danke, Hoffmann. Oh, danke, Hoffmann. Immer schön Blut. Wir haben übrigens, falls ihr es nicht gesehen habt, gepanzerte Bomben. Also gepanzerte Explosivos. Oh. Ach, das war ein Überlebender. Ach jo. Crusher? Wesley Crusher? Da hinten ist ein... Von da oben? Ach du Kacke. Oh Gott. Wo kommt der denn her? So. Was geht denn hier ab? Lizzie hat die Horde aufgeschreckt. Ich hab gar nichts. Ich würde niemals sowas tun. Oh, das würde ich niemals tun. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß so generell gerade nicht, was passiert. Ich habe gerade voll keinen Überblick. Ich auch irgendwie nicht so. Ja, der ist auch schon down. Okay. Was geht denn hier ab? Da kommt ein Tallboy, das geht hier ab. So, Ende. Boah, wie viele! Der nicht. Was geht denn hier ab? Ich bin übrigens hier tot. Ich wollte gerade sagen, zur Not habe ich noch einen Defi, aber ich habe den nicht wieder mitgenommen. Weil ich dachte, Breaker, wir haben den nächsten Boss. Das ist ja ein guter Zeitpunkt. Wo ist denn der Breaker? Ich sehe den nicht mal. Ich weiß es nicht. Ich sehe den auch nicht. Noch eine Narbe. Da hinten. Ist das der Breaker? Ja, sieht so aus. Sieht irgendwie sehr stahlig aus. Er sieht sehr breakerig aus. Lade nach! Wobei ich gerade gar nicht mehr nachlade. Rumzumachen. Hier ist etwas Muni. Gern geschehen. Hinter mir her. So. Aber war Schnutzen. How then? Easy going hier. So, oh, das war's. Tschüss, Breaker. Der war halt echt nicht so. Nee, der war ziemlich easy. Aua! Er ist explodiert, glaube ich, oder? Nee, explodiert nicht, aber der... Oh, fuck it. Crush hat Lizzie niedergeschlagen. Ja, Muni holen war nicht so, würde ich sagen. So, Crush ist down. Du kommst mal wieder her. Danke. Kann mir mal jemand den Arsch frei halten, ihr beknackten Bots? Du weißt, wie man damit schießt. Nö. Das wäre lernen, wie man damit zieht. So einfach. Huch. Was ist das hier drüben eigentlich? Sie sind immun wie wir können nicht riskieren. Jeffs Lieblingspfeife. Ohne Untersuchung ins Ruft Jeff. Ich weiß nicht, wer Jeff ist. Jeff! Sicherheit hat Vorrang. Ich hab Ausdauer gekriegt. Oh, hi Jeff. Vergessen, dass ich Ärztin bin.
Komm mit, Jeff. Oh, ich schieße denn die ganze Zeit ab? Das ist Jeff. Oh, Jeff, sorry. Tschüss, Jeff. Jeff geht. Jeff ist schon weg? Jeff ist gegangen, er hatte keinen Bock mehr. Ist doch kacke. Ist weggeklettert. Mein Tag. Wo müssen wir denn lang? Ich bin überfordert. Ja, einfach weiter. Na los, Jeff. Hast gerade mir. Hi. Oh, kannst du mal sterben, Crusher? Danke. Schieß auf den Kopf. Ja, ich muss auf den Kopf schießen. Langer Lauf. Hab ich doch. Deine Ernst. Missy hat die Horde aufgeschreckt. Weißt du, ich schleich mich neben den Dingens her. Neben dem vorbei. Und schießt dann auf einen Zombie und dahinter steht. Ein Vogel? Ja. Oh. Oh, da ist ja noch einer. So. Okay. Was zur Hölle? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum wird es auf Mai so zwischenzeitlich immer grün? Ach, das ist irgendwie ein Booster. Das ist meine Fähigkeit. Das ist sehr praktisch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das macht, aber... Oh, hallo. Es heilt dich. Ja? War nicht viel, aber ein bisschen. Nicht mein Fehler, wenn du... Shotgun. Rolltür. Viel Spaß. Ja, danke. Ich mag es, Spaß zu haben. Warte. Hinweise suchen? Ja, das, was man halt so tut. Oh Gott, ganz viele Special Infected. Oh, Entschuldigung. So. Ist dir langweilig? Probenbehälter. Ich habe einen Probenbehälter gefunden. Das Potti. Ja, es ist schon down. Schieß nicht auf Teammitglieder, ich habe auf dieses komische Vieh geschossen. Ich kann den Erik. Willst du mich verarschen? Ich kann den nicht rausholen, aber. Oh, holy. Achso, der ist schon down? Okay. Das? Scharfschützengewehr, nee, danke. Ich hab gesehen, hier ist ein Bubbelkopf. Steck ich mal ein. Habe ich hier? Kolbentasche. Scharfschützenzeug. Brauche ich nicht. Das Zeug ist ein Klebstoff. Oh, da kommen wir durchgekrabbelt, die Ekelhaften. So, den muss ich retten. Ja, den musst du abkratzen. Abkratzen hört sich irgendwie falsch an. Oh, das nehme ich mit. Wir haben es wohl überstanden. Bringe den Probenbehälter zum Ende des Levels. Na gut, dann machen wir das halt mal. Wo ist denn das Ende des Levels? Wo müssen wir lang? Beim Schutzraum, der wird da irgendwo angezeigt. Ich wollte nur mal gucken, ob die Tür hier aufgeht, aber nö. Das muss ich verarzten. Money gefunden! Money gefunden! Mehr Licht. Wir brauchen mehr Licht. Dann macht ihr Licht. Such eine Lampe oder so. Aber Strom wird, ist so teuer. Ja, okay. Das Gefühl, ich renne in die falsche Richtung. Da sprengt es. Oh. Da hängt es an der Wand. Und da sprengt es von der Wand. So, hier ist der Safe Room. Ich Glückspilz. Safe Room! Ja, da kommt noch was. Oh! Ist gut. Gut. Das Team hat es nicht geschafft. Ach so, ihr seid alle das Team. Nee, Ende. Bleib doch draußen, ihr Pisser. Oh Gott. Eieieiei. Okay. Das hat geklappt, okay. Würde ich sagen. Ja, schon. Geht's mal weiter.
Nee, also wie gesagt, ich würd vorschlagen, kauf dir eine Heiltasche. Gleich am Anfang, ja, wenn du gerade noch ein bisschen gedamaged bist. Und dann benutzt die, weil dann kannst du deinen Balken generell wieder ein bisschen höher machen. Mhm. Und heilst nicht. Oh, wir haben wieder einen Boss. Gepanzerte, okay. Stalker und gepanzerte Exploder. Also ich habe tatsächlich gerade noch eine Heiltasche. Ich kann die nicht verwenden. Ah ja, weil du gerade voll bist. Du musst wenigstens ein Ding Damage haben, damit du die benutzen kannst. Kann mich mal jemand anschießen? Aber hier wimmelt das von Infizierten. Ich habe im alten Hotel einen Unterschlupf. Hast du einen Damage gekriegt? Schieß mich mal an. Ich glaube, du kriegst nicht, solange wir hier drin sind. So, ich nehme eine Heiltasche mit. Hier ist Hope 1 an Rover 2. Säubert die Bibliothek. Das Gebäude soll wieder sicher sein. Davon. Kann mich mal jemand hier angreifen? Oh, vielleicht nicht du. Okay, aber danke. Merkst du, dass der jetzt wieder ein bisschen höher ist? Kaum. Also ich bin dauerhaft hier irgendwie am Ende. Dickes. Was ist denn das hier? Sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Bibliothek heißt das Level. Hallo. Ah, wir müssen hier Sachen verbarrikadieren. Das sollten wir vielleicht mal oben anfangen. Irgendwie kommen die nämlich alle gerade von oben. Oh, ich... So, das erste Ding ist durch. Oh ja, hier ist alles voll. Huch. War nicht schnell genug bei diesem armen Kerl. Hilfe, wo muss es hin? Ich kann es nicht weglegen. Ah, jetzt konnte ich es weglegen. Danke sehr. Hallo. Ah, hier ist auch noch was. Klopf. Oh, hier. Klopf. Klopf. Ich hab das zweite zu. Wir machen zu. Wir machen das hier alles zu. Au! Scheiße! Hilfe! Was passiert? Ich wurde erwischt. Mir geht's aber wieder gut. Ja? Also halbwegs. Scheiße! Ich kann das Brett nicht hinlegen. Ja, du musst scrollen. Ja, ich lieg schon, also. Keine Sorge. Schatzi! Wo bist du? Ah, du wirst schon aufgehoben. Am Boden, aber nicht erledigt, was? Hier ist ein Baby. Den kann ich gleich mitnehmen. Nein, lass das. Was ist denn hier hinter? Auch hier hinter ist noch. Wie kann man nur so kacke sein? So, hier machen wir zu. So, hier ist auch dicht. Echt Glücksbett. Wir wollen hier zumachen, habe ich gehört. Cornflakes, Bobblehead. Wir wollen hier zumachen. So, hier ist zu. Haben wir da eine Viehscharte? Oh, hier ist das nächste Fenster. Jo, komm mit hoch. Haben wir nur noch eins. Knopf. So. Heile dich, am ersten Hilfeschrank. Wir haben es. Rette die übrigen Überlebenden. Hier, Hope One. Gibt Überlebende? Over. Hier lebt niemand mehr. Verstehe. Ich schicke ein weiteres Team rein, sobald sich alles beruhigt hat. Oh, Schatzi, du musst unbedingt herkommen. Hier sind zwei Ladungen drin. Die Leute dort stecken in der Scheiße und wir dürfen nicht noch mehr Kämpfe verlieren. Mal wenigstens ein bisschen. Wenigstens hat er sich bedankt. Dankeschön. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nach oben. Dann gehen wir doch nach oben. Da ist noch so ein komisches Wandvieh. Das nehme ich. Ach, das Verband? Sturmgewehr. Hier, nimm den Verband mit. Ach nee, du hast eine Tasche. Ich habe in den letzten Monaten einige seltsame Dinge da draußen gesehen. Und hier geht's weiter. Danke. Oh Gott, nee. Zeit zum Däumchen drehen. Okay, wir müssen da. Hier. Wie lang? Da sind noch Leute im alten Apartmenthaus.
Die brauchen sofort Hilfe. Sofort Hilfe? Hä? Ach nee. Hä? Wie kommen wir ja wieder runter? Ich bin verwirrt. Ich check das nicht. Aua. Wo ist das alte Apartment aus? Wie kommen wir da hin? I don't know. Da hinten ist ein Dingens. Ah nee, das zeigt nur auf die Teile. Nee, hier ist wieder unser Safe Room. Ja du, ich weiß es auch nicht. Geh mal suchen. Guck mal, eine Leiter nach oben. Hinten war ich eben noch gar nicht. Hier sind Türen. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir auch nicht raus. Wird schon schief gehen. Um verzerrte Truhe zu öffnen. Tiefe Wunde, danke. Krieg ich hier wieder in die tiefe Wunde, weil du eine Kiste öffnest. Das nehme ich. Ich merke mir das, du. Oh, ich nehme jetzt erstmal ein Eisenpräparat, das ist gut. Ich muss bloß gestehen, ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Infos. Ein Lichtblick in finsterer Nacht. Ja, das... Ein Lichtblick in finsterer Nacht. Ah, ich habe so eine Vermutung. Fest verschlossen. Oh. Dafür brauchen wir so ein Lockpick, so ein Pickgun. Ich habe Werkzeug dabei, zählt das? Ist das das? Drück mal auf 5 bei dir. Wenn du davor stehst. Also wenn, ist es das. Nö. Nein, du hast eine Munikiste dabei gehabt. Gut. Ich kaufe uns mal so ein Ding, falls man sich da noch was kaufen kann. Ich weiß halt auch nicht, wo man jetzt weiter kann. 100 das ist, pro hier. Das ist das Gute. In Anführungszeichen, Verkäufer geschlossen. Scheiße, weil die Tür schon auf ist. Wir kriegen so ein Pick-Ding. Man kann aufschießen, sowas. Die übrigen Überlebende. Okay, die anscheinend nicht. Vorhin habe ich das ja probiert und dann kam hier, ich habe Zombie von der anderen Seite und hat mir geholfen. Nehmen wir das um. Hast du gehört? Dass du es hast. Ja. Oh. Mann, ey. Man hätte die Tür aber meiner Meinung nach auch einfach mal markieren können. Wäre schön gewesen, ja? Dann noch so ein Dicky. Ach so, du hast es jetzt auf dem Kopf. Kein Wunder, dass du nicht explodierst. Ich hab eine Reisetasche gefunden. Oh no. Ich hab Zombievögel gefunden. Oh. Ich weiß, wo wir später hin müssen. Wenn wir den Überlebenden gerettet haben. Oh no. Und irgendwo muss auch noch der Boss kommen. Ich würde mal vermuten, hier auf diesem großen Platz. Oh nein, die Vögel. Hier sind noch mehr Vögel. Warum sind hier so viele von den Viechern? So, gute Frage. Psst, hört ihr das? Okay, hier können wir niemanden retten. Ich gehe mal hier lang. Wir haben einen Hilferuf vom Haven. Oh! Entschuldigung! Das war ich! Oh no! Wo kommt das denn auf den Boden? Was denn? Nee, ich weiß nicht, ob es aus dem Boden kam oder aus der Wand. Ah, oh, guck mal, da ist Golem. Nee, Ogre. Der kam aus dem Boden. Hinter uns. Boden. Aua. Ich bin hier weg. Auf der Baum. Der Baum beschützt mich. Kein Scherz, der Baum beschützt mich. Danke, Baum.
Ja, auch noch das. Da waren auch noch Vögel. Ja, die waren auch da. Schnauze, Oger! Was zur Hölle? Oh, er hat mich. Oh, das ist nicht gut. Nein, er will mich. Er hat mich noch nicht. Jetzt will er mich nicht mehr. Ja, er will mich. Jetzt will er mich. Er ist down. Dune! So was hätte mir nicht passiert dürfen. Oh, dieser Baum hat uns aber gut beschützt, muss ich wirklich sagen. Wir müssen weiter. Hier oben. Oh, hier hinten ist so ein Dingen. So ein Dingen? Ja, so ein infizierten Eingang. Ah, und wo ist der Dude, den wir retten müssen? Da unten. Aua, ja, genau. Da kommt jemand. So, auf die Scharnuzen. Ah nein, ich sitze fest. So, dein Arm sah schon immer hässlich aus. Kiste öffnen. Die hat ganz viel Money hier oben. Das ist kein gutes Zeichen. Warum ist nur so eine blöde Tür? Naja, gut, das, ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hier geht's weiter übrigens. Warte. Ah, ich bin gleich tot, glaube ich. Also, hier, Freunde? Aber hier lang geht's weiter. Oh, irgendjemand hat mich geheilt. Schön. So. Ja. Hallöchen, Freunde. Hast du sie gerettet? Glaube schon. Schließe das Level ab. Ja, okay, da müssen wir jetzt raus. Warum mache ich immer Türen auf, wo Alarm hinter ist? Schade. Hinter dir steht ein Freund. Mit dem großen Arm. Ja, der will mich auch. Nein, böse. Meine Tasche. Hast du die Tasche? Ja. Warum sagen? Das doch wieder verarbeitet. Oh Mann. Ah nein, da war so ein Scheißding. Scheiße. Hier ist ein Verband, falls den jemand braucht. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück. Mal gucken, ob ich den. Hier Rauchgranate. So, wir müssen hier. Bist du da? Ja. Ja, ich bin. Oh, da oben ist er. Ja, der Matti schon wieder. Da, Stalky ist downy. Wie sie einfach zu dir porten. Oh, von hier können wir nicht durch. Okay, ich muss mal hier lang. So. Hier ist ein Defi. Ja, das war mal meiner. So. Let's go. Kommst du rein? Ja, die anderen wollen da unten stehen bleiben. Ja, dann bleiben sie da unten stehen. Haben sie Pech gehabt. Da haben sie Pech gehabt, würde ich sagen. Eieiei.
Erwähnt dich schon mal, eieiei. Wiederbelebung. 6. Wahrscheinlich hochgehoben. So oft hast du Leute hochgehoben. Unterdrückungsfeuer. Freigeschalten. Ja. Durch die Reisetasche. So, letztes Level für das Dingen. Und ich bin mal gespannt, was für ein Level das wird. Und ich glaube, für mich ist es dann auch generell das letzte Level für heute. Ich habe ein bisschen Angst. Eieiei. Blitz in der Bar. Blitz in der Bar? Habe ich nicht. Nee, heißt das Dingen. Ach so. Verwirrung. Okay. Sorge für eine Ablenkung in der Bar, damit die Überlebenden nach Fort Hope entkommen können. So, jetzt konnte ich mich das erste Mal heilen hier. Das Gebäude ist umzingelt. Als wüssten sie, dass wir hier sind. Bei so vielen Infizierten können wir die Leute unmöglich in die Transporter bringen. Keine Sorge, diese Aufgabe entspricht eher unseren Fähigkeiten als die Pflege von Kranken. Ha. Oh. Ha. Ha. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit meinen Sachen. Hier sind ganz viele Leute. Die leben aber alle noch. Das ist gut so. Ja, Freunde. Hallo, ihr Lebenden. Oh, ich glaube, die leben gleich nicht mehr. Hier lacht's ja schon. Ich habe mich schon mehrfach beim General über den Lärm. Da, hier unten. Hier sind sie. Oh, da ist schon Diggi. Direkt angekotzt. Perfekt. Oh, ich wollte ja nicht in den Po schießen. Warum hast du es dann getan? Voll und so passiert. Heute der hier alles. Ja, Kupfer kriegen wir doch eh immer beide. Reiß sie auf. Busse sind da, Kinder. Zur Schule. Begib dich zur Bar. Ja, dann renne ich mal eben schnell zur Bar, ne? Du begibst dich zur Bar und ich, Ja, ich kann mich nicht zur Bar begeben. Oh. Es ist nicht so einfach, wie es klingt. Folge dir dann mal zur Bar. Ich bin übrigens gleich tot, ne? Immer so am Was? Rande. Warum? Ja, weil ich gleich tot bin. Und gut. Hier drüben! Die ist nicht gut? Ja, ich habe mich jetzt erstmal geheilt. Was macht denn hier? Irgendwer fährt hier jetzt los. Das gibt's doch nicht hier. Oh, hier ist ein Kopf. Hab ich doch schon. Steck ich mal ein. Das nehme ich. Okay, die mache ich nicht auf. Ich habe gelernt, die ist böse. Da können aber gute Sachen rauskommen, auch wenn man dann Debuff bekommt. Jukebox, ich soll die Jukebox anmachen, ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, wir müssen. Okay, dann. Oh ja, das ist cool. Halte durch, während der erste Bus vollgeladen wird. Also ein klassisches Endlevel von Left 4 Dead. Einfach durchhalten. Ja. Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen drüber reden. Ja, es könnte sein. Deshalb, Könnte es wirklich sein, dass das besser ist. Hier kommt mir noch so ein Ekel auf. Der Typ haut ab. Okay, da ist ein Dicky und der haut ab. Oh, der ist down. Der ist auf die andere Seite gekommen. Naja, wenn er Bock drauf hat, dann soll er doch auf die andere Seite. Wir sollten mehr Kraft machen. Oh, Kraft in der Bar machen. Ist ein Dicky, Feuer-Dicky. Oh, wann bin ich denn geflogen? Das war gerade eben. Gute Geschichte für deine Enkelkinder. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gestehe. So, okay. Ach, ich. Repariere die Jukebox. Dupidupidu. Ich repariere, was reparierst du? Yeah, Munition. Ich repariere die Jukebox.
und sammle dann Munition auf. Ich probiere alles anzubrennen. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 wir brennen alles an. Da ist noch Kupfer im Auto. Ich stehe mit einem Rauch hier. Wieso müssen wir eigentlich 6 Busse voll machen? Wir müssen 6 Busse voll machen? Warum müssen wir voll machen? Was? Ja, wir müssen die nicht aktiv voll machen, sondern wir müssen aushalten, bis die voll sind. Achso. Ja, die Leute wollen halt hier weg, ne? Das kann ich irgendwie verstehen. Ich hab keinen Bock hier. Aber warum 6 Stück? Willst du welche zurücklassen? Wir haben doch gar nicht so viele gerettet. Nee, aber hier haben ja auch welche in der Stadt gewohnt. Da ist irgendwas Dickes. Oh, Alter. Bist du? Huch! Hinter dir! Einmal so ein Vieh. Ah, das ist schon down. Nice. Wenn das down ist, dann brauche ich da nichts mehr zu tun. Nein, 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 kommen die hier alle durchs Fenster? So, der ist down. Wird schon schief. Dabei ready to box. Bin dabei, bin ach, dabei. Ach scheiße, das war die Kiste, Mann. Ich bin so blöd. So. Ah, das Lied ist schon cool, muss ich sagen. Ja, ist es. Das hat schon was. Steht auch mal in meinem Gesicht. So. Ich finde, die Zombies klingen ja manchmal so ein bisschen wie Smoker. Ja, ich verstehe das. So. Du kommst weg, du kommst weg. Oh. Ach so, scheiße. Oh, was ist denn? Oh, hier. Dings nicht was. Wie? Was ist denn das hier? I don't know. Da stinken die vor allen Dingen. Ja, die stinken alle sicher irgendwie. Garantiert. Eine Whaler? Okay, die roten heißen Whaler. Die roten. Ich liege. Die Feuerdinger. Oh. Ich hab mich selbst wieder belebt. Entkomme im Humvee. Komm, Schatz, ab in den Humvee. Bin unterwegs. Ich muss bloß gerade mal den Atem gesehen. Bin drin. Und los, Schatz, los, du fährst uns. Bin ich denn dann? Ich bin doch hinten eingestiegen. Du bist nach vorne durchgeklettert. Kann ich gut. Mach ich häufiger. Ja, das war schon, das hatte schon was. Ich dachte 6 Busse. Die Runde geht auf mich. Schließe Suchen und Retten ab. Das haben wir wohl geschafft. Ich dachte, es wären 6 Busse, aber es war pro Bus immer 6 Leute, deswegen stand da die 6. Das ist ganz schön. Also, dann hätten die auch mit einem fahren können. Ja. Ganz Kleinbusse, Minibusse. Solche Familienbusse. Nee, das waren ja diese Schulbusse. Nein, 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 nein. Aber da waren immer nur 6 Sitze drin. Die anderen haben es rausgerissen. Mhm. So, Leute. Für mich war es das, glaube ich, trotzdem. Yes, yes. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jupp, genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.